Ja, das schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Clipper County. In so herrlicher Natur. Gerade genießt. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Hafen eingelaufen. Ist es nicht und wird es auch. Warum ist das Scheiße? Das ewige Feuer geht aus, bevor ich dich probiere. Hey du, hast du Stufenkohl gesehen? Oh. Oh, Leute, helft mir! Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Verschwinde von hier! Machen wir es schnell, schneller oder vielleicht schmerzhaft? Auf ihn! Von beiden Seiten! Auge um Auge! Tu es nicht! Nimm das! Verbrenn! Aha. Keine Ahnung, was habe ich jetzt genommen? Hallo Kamerad, sei gegrüßt. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, wir sind viele vorbeigekommen. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Und? Dabei? Machst du mit? Absolut. Oh. Pass auf, Penner! Novik hat es... Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Na da. Sprich mit dem Eigentümer des Bordells, ne? Da gucken wir mal. Okay. Wo ist denn hier die Krüppelkati? Achso, die Krüppelkati heißt sie. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Wie wär's mit einem Dreier, Schätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Hier treiben oder beim Festival? Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Rede mit mir, oder ich komme mit der Tempelwache zurück. Dann sehen wir ja, ob sie dir die Zunge lockern. Du brauchst nicht lang zu suchen, um die Wache zu finden. Ein paar sind in den Zimmern. Könnte sie rufen, aber sie wäre nicht erfreut, von einem Streuner gestört zu werden. Du brauchst mir nicht zu drohen. Wenn du dich umsehen willst, kannst du das tun. Aber ich werde nichts sagen. So, mal wieder hier. Folge dem Parfumgeruch. Ich riech kein Parfümgeruch. Ich seh dir was? Die ist eben echt ein bisschen harder, ne? Aber wieso bin ich jetzt? Ach, ich bin hinten rein. Ja, Geralt ist wieder zu fett und da kommt doch zwischen den zwei Stäben nicht durch. Hast du der Hammer. Ein Problem? Warum hey, Jackie, du bist der Älteste. Hier.
Also sag uns, was machen Huren eigentlich genau? Außer ja, Narzissen, mein Papa hat mir das Leben nichts Schönes, die Mama nicht tun würde. Sieht ja definitiv aus wie so ein Succubus. Ah, verdammter Mist! Ich hab bis vor uns die Fiole nicht gefunden. Also, das ist das ähnliche Problem. Ah, warte. Was ist das denn hier? Das ist es. Das ist nicht normal. Wo bin ich? Ist dir hier was Seltsames aufgefallen? Etwas Beunruhigendes? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Inneren ist. Ja, ist abgeschlossen. Und da ist ein Schlüssel benötigt worden. Na gut, finde einen Weg ins Haus, ne? Das ist wieder mal das Übliche. Ja. Klassiker. Wie war das gleich? Hinter einen Weg ins Haus. Okay, cool. Gehen wir mal hier hoch. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Entschuldigung. Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie. Das war so klar. Nein! Oh, hat schon Glück. Oh, nö. Und was? Oh Gott. Aber ich will doch gar nicht hier. Ja, wir müssen irgendwo. So, Mademoiselle. Gibt's hier noch irgendwas Schönes, was man mitnehmen kann? Etwas zum Rauben? Müssen wir jetzt hier runter? Ist das der Weg oder ist das jetzt woanders? Hier kommen wir nicht durch, ne? Warte mal, hier ist ein Fenster und... Hallo! Ja, also ich denke mal, wir müssen hier runter. Hallo! Mademoiselle, wo sind sie? Kommen sie raus? Sind umzingelt. Oder so. Hier machen sie dann ein bisschen Liebe oder so. Mhm. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Ja. Bist du hier, um mich zu töten? Vielleicht. Ich möchte mit dir reden. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten. Ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Ja. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Was ist das so? Wieso gibt's denn hier? Ach so, das ist unser Schmied. Das muss man auch machen. Nein, niemals nicht. Kein Geld. Ordnung muss sein. Haben wir die nächste Frage abgearbeitet. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. See you later, my friend. Warte mal. Hm?
Erbärmlich. Gut, mit dem ist nichts weiter. Der Master von Tisch. Oh, Entschuldigung. Mit dir? Komm her! Kommt alle her! Und nicht? Novigrad ist ein Geisteszustand, klar. Willkommen, willkommen! Du siehst wie ein Quinn-Freund aus, das sehe ich auch. Also komm mal ran hier. Wir müssen bei solchen wie Sachen wäre es mit einer Partie Quinn spielen, ne? Quintus Spielerus. Was ist denn das hier? Nein, haben wir nur noch Bullshit hier drin. Sorry Leute, also... Müssen wir ein bisschen ausmisten hier, hätte ich mal sagen. Die Sabrina klärt wie sich. So. Ich denke mal, das reicht. Das gehört diese mir. Ja, wir können langsam mit Nilfgaard spielen. Es wird nicht mehr lange dauern. Es wird cool. Das wird echt cool. Ich mag Nilfgaard. Nilfgaard ist irgendwie, finde ich, fast räudiger als die nördlichen Königreiche, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Spielstart. Oh, das ist gut. Das ist auch gut, das ist auch gut. Na, so viel brauche ich dann aber auch nicht. Tolle Wurst. Was zum Teufel? Gut. Nehmen wir noch eine Finte raus. Mal gucken wir mal. Ich bin am Zug. Na gut. Er spielt halt nicht gerade noch. Ei, ei, ei. Gleich auf volles Karton gehen. Das Problem bei der Karte. Ich stelle mir vor, verlieren das Ding gerade. 6, 32, eieiei, der hat starke Karten. Der hat sehr starke Karten. Eieiei. Er hat gepasst. Na dann, passen wir auch. Gut. Mit was fangen wir jetzt an? Nehmen wir die Kyra. Die Kyra, 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 Kyra. Er muss ja kommen. Antwort mit der Fringilla. Spielt er wieder seine Karte aus, ne? Was mal auf hier. Ja.
Ich muss hoffen, dass er irgendwelche Nahkampfeinheiten hat. Was macht die Karte nochmal? Dann hat er jetzt bis bei mir reingeguckt in den Stapel. Da willst du wissen, was ich habe. Cynthia. Er hat leider keine Nahkampfeinheiten mehr, oder? Ah, schade. Ich bin gespannt. War noch was? Nee. Er hat nichts mehr. Nein, er hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Da, da, la, la, la. Das Gelbe erschließen. Gut. Extrem dichter Nebel. Das war jetzt alles. Deswegen habe ich mich jetzt hier so. Hinten ist ein Schnee. Mit dem schon gespielt? Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Wind haben wir gespielt, ne? Nee. Ist okay. Auf Wiedersehen. Bis dann. So, die Frage ist, was machen wir jetzt noch Schönes? Kexer-Quest. Nee, wollen wir uns nicht. Das mag ich jetzt nicht. Hexaufträge. Könnten ja das nochmal probieren. Wir hatten doch noch gefährliches Spiel, genau. Das könnten wir noch machen. Haben wir das auch noch weg? Hatte ich nicht vor uns noch irgendwie so einen Zettel bekommen? Hier. Gesucht sind drei Maniten vom letzten Schokolade. Escape zurück. Das beste Angebot. Ich bin für die Liebe so geschätzt. Hey, Süße. Mit dem hast du gespielt? Suchst du was? Ja, da lag wieder ein besorgter Bürger. Wieso muss ich jetzt die passieren? Ich gehe davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir muss. Jetzt zum letzten Mal. Verschwinde! Gnade! Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Ich muss einen anderen Eingang finden. Oh, schon wieder. Wieder dieses Climbing, von dem sie alle reden. Okay, warte, jawohl. Bay nutzen. Du hast ja auch das beste Leben ever, oder? Junge, Junge, was machst du da? Ich muss einen anderen Eingang finden. Das ist immer so obvious. Einmal nach oben, please. Hep. So, das. Und jetzt hier rein. Gut. Ja, das ist das Spiel. So. Hat er irgendwas hier liegen, was man mitnehmen könnte? Nö. Ich glaube, der ist tot. Das dürfte Zed sein. Jo. Oh. Dann ist das wohl Zed. Mal die Karten. Ich will deine Karten. Ja, Zed.
tut mir leid, dass du jetzt gestorben bist, aber... Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Set rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart rangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Oder nicht. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Ich und Boxen. Hey! Die haben angegriffen. Ich hab's alle gesehen. Die haben angegriffen. So. Isengrim Fawiltiana aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist. Das dürften die Namen der Leute sein, denen Zed Karten verkauft hat. Die muss ich jetzt alle abarbeiten, oder was? Oh Gott. Da sollte Soltan mal einen Blick reinwerfen. In die Karte. Ja, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt so... Aufgeschlossen, na super. Ich weiß hundertprozentig, wenn ich jetzt zu Soldern gehe. Entschuldigung. Wenn ich jetzt zu dem komischen Soldern gehe, dann weiß ich ganz genau. Soldern, Herr Shivai, ja? Ich habe ja was für dich. Guck mal. Ja, dann kannst du mir die Leibe suchen. Ich muss hier bleiben. Musst du sehen. Das wird so muss laufen. Mehr Soldern. Soldern, Geralt? Ich bin bequint. Wegen dieser Karten. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Habe ich nicht gefunden. Die Angelegenheit wird brenzlig. Soltan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Garaus gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Ist nie ein Buch. Die habe ich nicht gefunden. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfick, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe selbst Kassenbuch. Zeig mal. Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Okay. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Ist gut, ne? Ravi, wer ist das? Ravi. Ravi? Wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Ja, gut, geht los. Soltan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Dann gehen wir mal zuerst, ja. Wir gehen erstmal in die Stör. Wir können es gleich hier treiben oder beim... Wie geht's mit dem Bordell? Wo gehst du hin? Mir fehlt die Berührung einer Frau. Wir können erstmal eine Störung, ne? Gucken mal, was dort los ist. Mir ist so langweilig. Ich hab vorhin, habe ich mit dem Wirt im Stör schon mal gespielt? Ich hab keine Ahnung. Habe ich, ja? Mir reicht's mit dem Leben.
Schön, dass halt abends beleuchtet ist um 20 Uhr. Das ist schon richtig genial. Diese Roben hängen mir zum Hals raus. So, so. Wir müssen in den Keller, oder? Ja, ist jetzt. Schon gut. Ja, klar. Das ewige Feuer hat uns beschützt. Er ist unten in der Ecke und wird gerade bedroht von irgendwie einem Kopf. Nee, ein Ring gerade. Da hinten, genau. Wir prügeln uns aus ihm raus oder spielen wir gegen ihn? Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind Superkarten sein. Können die irgendwie explodieren beim Laufen, oder? Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Nee, ich schau euch auf die Nase. Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich möchte euch einfach nur auf die Fresse hauen. Werfen wir es. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Ich will dich einfach nur verprügeln. Spielen wir! Warum? Uiuiui, hier guck mal. Ich habe eine hässliche Isengrim-Karte. Ich kann aber mit den. Ich kann mit denen nichts anfangen, mit den Skoyatels. Es ist zwar alles wunderschön, aber. Ja, bald habe ich Kaiserreich Nilfgaard. Juhu! Aber noch nicht. Noch fehlt's. Auf geht's. Komm. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht irgendwie aus, das. Der gefällt mir nicht so. Gefährliches Blatt. Ich weiß nicht. Er macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich würde trotzdem so spielen wollen. So wie sie gerade steht. Oh Gott, auf geht's. Schauen wir mal. Aber gut ist. Was macht denn der? Durchsuche nachzustöpeln nach strömenden Rücken und spiele die Karte sofort aus. Von hier aus kann er machen. Ja, warte. Na da. Ist jetzt, lassen wir ihn gewinnen oder nicht? Lassen wir ihn gewinnen. Können wir ihn noch ein bisschen locken oder? Ich würde gern. Passen. Gut. Er hat sofort gepasst. Guck dir das an. Okay, da spielen wir. Was spielen wir denn da? Er hat hart gepasst. Die niedrigste Karte, die wir haben, was sinnlos wäre, das wäre die Wess. Die Frage ist jetzt eins. Ja, was ist am sinnvollsten? Ha! Sehr gut.
Finde ich klasse. Ich fange an, ne? So, zack, guck mal hier, Rittersprung. Das wird jetzt richtig hart, hier. Ich glaube, der hat noch eine Verbrennkarte, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen niedriger arbeiten. Davon mehrere hat, wird es natürlich kritisch, ne? Eieiei, das wird glaube ich keine gute Idee. Das ist mir egal. Das ist dein Vorteil beim Volltest. Dass du im Nachhinein... Jetzt holt er bestimmt noch hier seinen Kaiser raus mit strömendem Regen. Ja, alles gut. Ja. Alles gut. Wir lassen ihn einfach gewähren. Ich weiß, dass ich mehr Karten habe als er. Und er betrügt sich ja im Grunde selber, weil er seine Karten werden auch auf 1 zurückgesetzt. Von daher. Das ist jetzt schwierig für ihn, würde ich sagen. Guck mal. Das ist seine letzte Karte. Er hat gepasst. Ich spiele mein ganzes Blatt aus jetzt. Pass mal auf. So, jetzt spiele ich noch einen Volltest aus. Pass mal auf. Guck hin. Haben wir nackig gemacht, ein Kollege, hä? Nackig. Zack. So, jetzt gibt er das Zeug. Zügle deine Begeisterung, Freundchen, und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und jetzt spielen wir was anderes. Du bist so gut wie tot! Greif ihn von hinten an! Danke. Wie soll ich dir nur danken? Gib mir die anderen Karten. Die Nathalie-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht siehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen. Die Nathalie-Karte. Ich hab's eilig. Die Nathalie-Karte. Natürlich. Hier. Ich danke dir. So, dann gehen wir mal noch zum... Knüppel wird er mich angreifen. So. Wir fahren jetzt wieder zurück. Wir treffen uns auf dem Marktplatz beim. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Beim Sultan, ne? Machen wir da mal gucken. Also jetzt benimm dich. Was war noch, Soldan? Hey, Soldan. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalie-Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Povis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Sicher. Aber keine Sorge, er wird schon nicht so schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama-Schnaps für ihn.
Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Nach 3 Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei 3 Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Alter, mach das halt mal nicht. So. Und... Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Dann... Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Jo. Gehen wir. Machen wir das. Da gehen wir mal da rein, nicht? Nicht? Das wird lustig. Ich weiß es. Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Geralt. Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der, das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Nein. Eigentlich nicht. Ich jage eher. Das ist gut. Ein verlogener Angler am Tisch reicht völlig. Kommt rein. Macht ja schick. Ne? Das ist ganz lieber Kerl. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Was für Zeug? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also Unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Das Wort Unlang gibt es nicht. Wen hast du denn da mitgebracht, Shivai? Einen Grammatik-Puritanisten? Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Bathilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Das ist eine Fäkalsprache schon wieder hier, Wahnsinn. Ich hab gedacht, wir sind in Gehoben, Kreisen unterwegs. Man braucht Lebendkühler. Zwerge, ne? Zwerge. Oder die größten Regenwürmer. Eieiei. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohen? Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Schieb uns das auch noch in die Schuhe. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Hättest nicht so reißen sollen, dann wärst du auch nicht reingefallen. Ja, sehr schön. Oh. Okay. Ich nehme einfach mal alles mit, oder? Was? Ich komme hier nicht durch. Wie jetzt? Was? Warum? Bin ich zu dick? Geralt ist zu fett. Das kennt man ja. Warte. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Wie wär's, wenn du mal drückst? Ja, das ist ja nicht schlecht, aber... Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Alter. Fällt dir auch gar nicht. Oh Gott, ist das ein geiles Zimmer. Schnuckeduckelig.
Mitnehmen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Warum nicht? Ah, hier ist Fringilla. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Alles mit? So, was haben wir hier? Henkerseil des Stefan Skellen. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Sieht ja schick aus. Haben wir alles? Gut. Gibt's da noch mehr? Asir war Anahits Halskette. Ob die echt ist? Ich glaube nicht. Dann gehen wir wieder herunter. Chilladigo. Achso, wir möchten ja hier wieder zumachen, oder? Nee? Vielleicht? Das wäre eigentlich vollkommen egal. Also, sonst würde er das ja mitkriegen, oder? Dann. Aber Geralt? Geralt? So. Hexenjäger, überall! Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal! Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ehrlich jetzt. Die arme Mutter, dass sie dich geboren hat. Ja. Ja. Was ist denn der hier? Und die Zwerge haben Schneewittchen. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Kündigung. Stimmt. Ich lass ihn einfach mal kündigen. Viel Glück. Bis dann. Ne? Dann wär's cool. So. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ehrlich jetzt? So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Ja, warum? Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse steht. Oh nee. Ah, ich kann's kaum erwarten, den Bettlerkönig. Das geht aber schon schief. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. Ach, an die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Ja, Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Du bist so gut wie tot. Verfickte Flüche!
Publikum? Los, Geralt! Ich würde dich nur bremsen. Ich würde was aufnehmen hier. Guck mal, das ist da alles zu looten. Guck mal, gegrilltes Schweinefleisch. Das kann man nicht verkommen lassen, Junge. Ich muss alles mitnehmen. Hier, guck mal das und das. Ich gehe ja schon. Also hier hoch. Ja, hallo, Geralt. Ich möchte gerne... Danke. But why? Der fünfte Stalag! Huren vorn! Hat mir einen Schal aufgeflogen! Was? Ich verstehe kein Wort. Kommen, Herzog. Bleib einfach stehen! Na, ja, komm schon. Zack, zack. Krieg mal ihn. Wo ist er? Ja. Bleibt hier hoch oder hier runter? Oder wo ist er denn? Nach unten. Okay, und dann? Ja, ist hier runter. Hier ist er runter. Hier auch. Ist er hier auch runter? Ist hier auch runter. Gut. Muss er hier auch schon. Wo ist er denn? Hier unten? Ja, ist er lang. Okay, ich sehe ihn. Nee, das ist abgeschlossen. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Schade, ne? Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Maybe, vielleicht nicht. Nein. Nein, ich sorge lieber dafür, dass wir uns zum letzten Mal begegnet sind. Tschüss. Und, hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Mhm. Großartig. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Gib mir mal die Karten, Junge. Ich nehme die Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Gut. Glück, Sultan. Danke, Geralt. Super. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Wenn du das mal sagst. So, da hätten wir das auch geschafft, ne? Geralt und Sultan. Dann. Isengrim. Oh, da hat er ganz schön bekommen jetzt so. Schön viele Karten, ne? So, na dann. Sehen wir uns dann morgen, würde ich sagen. Heute bin ich nämlich raus. Wünsche ich euch einen schönen Abend noch und man sieht sich. Ciao, danke.